So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber. Und Moment, da ist hier was im Aufnahmebereich, was da nicht sein sollte. Okay, Moment, so, jetzt. Also, falls man da irgendwas gesehen haben sollte, bitte ignoriert es. Wo sind wir denn? Soweit ich das sehe, Route 32. Und, wir haben außerdem ein paar neue Pokémon. Vor allem ein kleines Wie Senior. Netter Name, muss ich nochmal dazu sagen. Ein Voltilam mit dem Namen Jenny. Sehr schön. Und natürlich unsere Rykia, die mittlerweile ein Lorblatt ist. Mir wurde gesagt, dass ich Wie Senior mittrainieren soll. Also machen wir das auch. Und dann schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Moment, gibst du mir nicht was? Die Erfahrung von Viola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Moment mal, wenn der das schon gesagt hat, der hat uns doch was gegeben, ne? Oder war mein Kollege da schon schlau genug, das Rückkehr in die Hand zu drücken? Ja, war er schon, sehr schön. Die Wundersaat trägt er bereits. Ich habe jetzt keine Lust dagegen zu kämpfen. Da schon eher. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark? Und ob ich das denke? Der Teenager Nils. Der hat einen Radfratz. Wenigstens ist es nicht Top Percentage. Oh Gott, hat unser Visier ja schon ein wahnsinniges Moveset. Ja fast vollkommen. Es war klar, dass es jetzt so viel abzieht nach dem Rückenschlag. Und an der Stelle hätte ich gern schon einen Ruckzuck-Hieb. Aber trotzdem gewinnt unser Visier diesen Kampf. Zubat. Ja, warum nicht? Als ich jetzt vermutet hätte. Aber wie soll es jetzt auch nicht unbedingt so ein Monster mit seinen Statuswerten? Jetzt geht natürlich auch noch die Attacke daneben. Moment. Da wechseln wir doch Jenny ein. Sie kann mit dem Zubat wesentlich besser umgehen. Ja, Gott, jetzt kommt das auch noch. Wieso? Bitte triff. Danke. Ja, haben wir zumindest einen Teenager Nils besiegt. Wie sieht's denn eigentlich aus? Tränke haben wir noch ein paar, das ist gut. Ein Knuffensa. So, hier gab es noch ein Item zu holen, ne? Ja. Da hinten ist die Picknick-Annette, die kenne ich gut genug, weil von der gibt es eine Telefonnummer und die ruft mich ständig an. Ist allerdings auch eine von denen, die am häufigsten kämpfen will. Weswegen ich ihre Nummer eigentlich gerne habe. Natürlich kommt auf dem letzten Grasfleck nochmal ein Pokémon. Ein Voltilam. Aber gegen dich. Aha, ja, du weißt. Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Picknick
Danke, Annette. Und sie hat ein weibliches Nidoran, Level 9. Mal schauen, wie gut unser Visor dagegen ankommt. Nicht unbedingt so gut. Okay. Dann lasse ich das doch lieber Jenny machen. Schade, dass es hier noch keine Fähigkeiten gibt, sonst hätte ich jetzt schön die Statik ausnutzen können. Aber andererseits ist es auch ganz gut. Damit gehen nämlich so einige Sachen, die sonst nicht gehen würden. Außerdem wäre dann auch die Gefahr von dem Giftdorn von dem Nidoran da. Jetzt 55 EP für beide. Nimm es leicht, das ist gemein. So, ach Moment, Telefonnummer wollten wir doch haben, ne? Ich hatte einen netten Plausch. Wow, du bist ein starker Gegner. Müsst du mir eine Telefonnummer geben? Ich melde mich wieder, wenn ich wieder kämpfen möchte. So. Eine weitere Telefonnummer und... Schauen wir mal, hier gibt es ein paar Angler. Ich werde nachher ein bisschen offscreen trainieren gehen, wenn ich hier alle Trainer habe. Meine Pokémon? Frisch gefangen. Denn so wie es aussieht, können sowohl Jenny und vor allem aber auch unser V-Senior ein bisschen Training vertragen. Oh Gott, wenn das gleich wieder so anfängt, habe ich ja gleich wieder keinen Bock drauf. Jenny, mach du das. Schade, dass wir noch keine EP-Teile haben. Ja, wenigstens geht die Böse da mal daneben. Aber hat nicht ganz gereicht. Und dann blubbert er mich wieder voll. Der wird noch relativ schwach, der Blubber. Der wurde ja in der sechsten Gen ein bisschen gebufft. Mit ein bisschen meine ich, der wurde einfach mal von der Stärke her verdoppelt. Oh ja, Genies wird es eben gut aus. Da bleiben wir gleich drin. Teil XP bekommt. Und dann auf Rückkehr wechseln, damit die das Quapsel mal kaputt kriegt. Und hoffentlich keine Hypnose jetzt dann gleich abkriegt. Wow, ein Volltreffer, der 1 KP abgezogen hat. Ach, Rückkehr kann mittlerweile Lehmschelle, sehe ich. Und natürlich geht jetzt das Rasierblatt daneben. Oh Mann, ich hab's heute wieder. Immer diese 5% Wahrscheinlichkeiten. Ja, da haben wir sie. 5% Wahrscheinlichkeit daneben zu gehen und dann gleich zweimal hintereinander. Und schon das insgesamt dritte Mal in diesem Part, weil der Tackle vorhin ist mir auch einmal daneben gegangen. 95% sind eher 75. Ja, Platscher ist eine Attacke. So, und ich will jetzt gern mal, bevor ich da irgendwie weiterkämpfe, in das Pokémon Center da unten gehen. Okay, soviel zu dem Thema. Müssen wir den halt noch schnell besiegen. Ja, nachdem uns da zwei Pokémon schlafen geschickt wurden.
Oh ja, okay. Das ist aber definitiv was ein Job für Rückkehr. Die Senior kommt übrigens nur vorübergehend ins Team, wenn bevor ihr euch fragt. Und zwar bis wir bis wir das Pokémon haben, das dann mehr oder weniger seinen Job als VM-Opfer übernimmt. Aber nur mehr oder weniger, also es wird nicht komplett ein VM-Opfer sein, sondern es wird auch definitiv ein gutes Teammitglied dann werden. Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltvolle Fleckenroute zubereitet haben? Für dich jetzt nur 1 Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Nö. Meldest du nicht? Dann mach ich dich vom Acker. Du hast mich angequatscht. Und dann einmal Pokémon heilen, bitte. So. Nachdem das jetzt geklärt ist, können wir da oben ja jetzt weitermachen. Den Typ hier. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Angler Albrecht. Capodon. Das sind genau die richtigen Gegner für unseren Visenior. Die können sich nämlich wenigstens nicht wehren. Platscher of Doom. Zero Damage since 1996. Der hat, glaube ich, auch ein Carpador auf Level 15, wenn ich mich nicht täusche. Ein Carpador lernt ja auf Level 15 einen unbeschreiblich guten Tackle. Der mit einem wahnsinnigen Angriffswert, also Angriffsbasiswert von 10, der auch total viel Schaden macht. Könnt ihr mal glauben. Also dem Platscher und vor allem den Tackle, dann den darfst du nicht unterschätzen. Ja, da ist das Carpador. Der macht sogar wirklich Schaden damit. 5 KP. Fraglich, ob unser Visenior das überhaupt schafft. Kommt drauf an, wie oft der Tackle und wie oft der Fletcher macht. Ich glaube, da muss ich gleich auswechseln, wenn das so weitergeht. Mein Gott, Visenior verliert sogar gegen ein Carpador, auch wenn das 5 Level höher ist, aber es ist trotzdem ganz peinlich. Wie will er das jemandem erzählen? Er braucht die Hilfe gegen ein Carpador. Wenn das mal in der, im Lebenslauf drin steht, also damit kannst du dich nirgendwo bewerben, die Senior. Gegen Carpadors hat man nichts zu verlieren. Auch nicht, wenn sie 5 Level höher sind als du. Also wirklich, wie Senior, da musst du dich noch bessern. Carpador ist, soweit ich es weiß, wieder Level 5. Das heißt, das kann unser Visenior jetzt dann doch wieder machen. Da kommt nämlich wenigstens kein Tackle. Aber er platscht mich voll. 21 Erfahrungspunkte. Platsch. Ja, die geben wenigstens halbwegs gut Kohle. Wie gesagt, ich brauche mindestens 14.000, bis wir in Dukatia City sind. Das hat schon seinen bestimmten Grund. Ein Goldini Level 10. Das lassen wir auch mal wieder Jenny machen.
Schock. Der müsste sogar fast reichen. Aber nur fast. Ganz reichen tut der wahrscheinlich. Oh, okay, mit einem Volltreffer geht's natürlich. 117 EP für beide. Ich wollte die Sache beschleunigen. So, und für dich gibt's auch eine Telefonnummer, soweit ich weiß. Angel ist deine Leidenschaft für das ganze Leben. Pokémon sind Freunde fürs Leben. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich nochmals kämpfen möchte. Jo. Das ist doch gut. Mehr Telefonnummern. Schadet auf jeden Fall nicht. Jetzt gehen wir nur nochmal ins Pokémon Center. Bevor wir die letzten ein, zwei Trainer, die da oben noch stehen, machen, weil ich meine, ein oder zwei stehen da noch. Superball, sehr schön. Hi, na? Dieser Blick, wie faszinierend. Camper Erwin. Hat ein männliches Nidoran, Level 9. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Senior das schafft, aber ich mache jetzt einfach mal einen Einigler. In der Hoffnung, dass wir mit etwas erhöhter Def das Ganze doch noch besiegen können. Das macht immer noch so viel Schaden. Okay, aber mit dem Volltreffer könnte das Ganze dann funktionieren. Der... Da geht der Silberblick vom Gegner daneben, okay. Tackle und dann hat unser Senior tatsächlich geschafft, einen Level 9 Nidoran kaputt zu hauen. Und kriegt Level 11. Oh, und er lernt Ruckzuck-Hieb. Ja, super. Das erleichtert das Spiel mit ihm schon mal mein gutes, gutes Stück. Weil mit dieser Init kommt er nicht unbedingt so weit. Kann man hier noch irgendwie, oder geht das da nicht mehr? Muss man hier noch im Kampf machen mit dem Windtauschen. So, jetzt weiß ich nicht, war da oben noch jemand? Zurück. Und dann werde ich jetzt offscreen noch ein bisschen trainieren gehen. Wobei, mache ich das überhaupt? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das ernsthaft machen soll. Aber ich meine gerade eher nicht. Sonst überleveln wir uns ja bloß. Auch wenn dem nächsten paar Teammitglieder jetzt dann dazu kommen. Aber noch. Dieser Orden, er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt. Vogelfänger Rico mit einem Taubsi. Das sollte unser Visenio aber auch packen. Moment mal. Hier ein bisschen mal rumtauschen. Ruckzuck-Hieb ist schon mal wesentlich besser als ein Tackle. Vor allem, weil der nicht mehr daneben gehen kann. Und 5 Punkte stärker ist. Und Priorität hat, nicht zu vergessen. Hat nur Vorteile.
Attackenpunkten her, hat er zwar 5 weniger, aber bei 35 zu 30 ist das kein Unterschied. Zumindest kein nennenswerter. Die 30er Attacke, die AP wegzuhauen, ist sowieso ein Kunststück. Hab's aber trotzdem schon vollbracht. Haben, ist das Ganze kein Problem. So, wie Senior hat einen ganzen Trainer allein kaputt gemacht. Ich bin stolz auf ihn. Vor allem ein Trainer mit 3 Pokémon. Er ist endlich brauchbar. So. An dieser Stelle will ich meine Folge dann mal so langsam beenden. Ich lasse den guten Fliege hier wieder raus und wir sehen uns in der übernächsten Folge, sprich in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut, macht nicht zu viel Blödsinn und trainiert eure Pokémon gut. Ciao!